Gebäude- und Fassadenreiniger, Kosmetikhersteller, Schädlingsbekämpfer, Pyrotechniker. Die sogenannten chemischen Gewerbe könnten vielseitiger kaum sein. Und auch die Anforderungen an diese Branchen sind hoch. Über 170 verschiedene Oberflächen muss etwa ein professioneller Gebäudereiniger unterscheiden können und entsprechend behandeln. Es ist das Problem, dass dann Leute, die glauben, sie können reinigen, dann die Oberflächen zerstören. Und dann halt das Problem ist, dass sie dann natürlich sehr teure Wiedergutmachungen machen müssen. Und auch der Auftraggeber, wenn der Gebäudereiniger nicht den richtigen Gewerbeschein hat, kommt dann auch in die Pflicht. Die Versicherung wird dann nicht zahlen. Über 3000 Betriebe zählt die niederösterreichische Innung der chemischen Gewerbe. Wie in vielen anderen Bereichen klagen auch die chemischen Gewerbe über einen Mangel an qualifizierten Fachkräften. Es ist ein Riesenthema. Wir müssen einfach da schauen, dass wir die Lehrbetriebe mit ins Boot holen. Dass wir sagen, okay, bildet wieder Lehrlinge aus. Und da wollen wir einfach Anreize setzen und das Ausbildungsangebot erweitern. Der Beruf hat sicher eine Zukunft. Es ist ja nicht nur die Reinigung in dem Beruf. Es ist ja so weit gefächert und breit gefächert das Ganze, dass man nicht einmal alles aufzählen kann, was dort in diesem Lehrberuf drinnen ist. Man muss ihnen das wirklich kolportieren, dass sie wissen, dass man mit dem Ganzen in dem Gewerbe auch wirklich Geld verdienen kann und dass man dort Zukunftschancen hat. Man muss einfach schauen jetzt, dass man die Lehrbetriebe mit den Lehrlingen, den Eltern und Lehrern zusammenbringt. Und auch wer schon lange in der Branche ist, muss immer am Ball bleiben. Aus- und Weiterbildung ist immer wichtig. Ich würde auch nicht zu einem Arzt operieren gehen wollen, der sich nicht weitergebildet hat. Das ist das eine. Und wir bieten viele Kurse an, zum Beispiel Objektleiterkurse oder dann eben auch für die Schädlingsbekämpfer einzelne Spezialkurse. Und wir werden auch in der Zukunft Seminare machen oder kurzzeitige Informationsabende veranstalten, wo man auf spezielle Themen wie Baureinigung, Hornissenumsiedelung oder Ähnliches eingehen kann. Auch der Star des Abends, Harry Brünster, geht im wahrsten Sinne des Wortes auf sein Publikum ein. Logisch, auf das muss man natürlich reagieren, das ist ganz klar. Aber Nummer eins, Nummer zwei ist es so, dass das ein ganz wichtiges Gewerbe ist, denn jeder, der ein Haus baut hat oder der eine Wohnung besitzt, die schon etwas in die Jahre gekommen ist, der kriegt irgendwann einmal das Thema Schädlingsbekämpfung, kriegt auf einmal eine ganz wichtige Qualität im Haus und sagt mir, Teufel, was hole ich mir jetzt? Hole ich mir den Hund, der sehr schnüffelt, oder hole ich mir jemanden aus dem chemischen Gewerbe, der es versteht? Dann doch lieber jemanden, der es versteht, wie die Profis der chemischen Gewerbe.